Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Nach unserem kurzen Ausflug in die Welt der Tontechnik wenden wir uns jetzt wieder einem klassischen Synthesizer-Thema zu, nämlich dem Thema Klangsynthese. Ich habe in diesem Video bereits auf den Zusammenhang zwischen Klängen und Obertönen hingewiesen. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Die Kurzfassung ist, das Obertonspektrum ist dafür verantwortlich, dass Töne auf unterschiedlichen Instrumenten unterschiedlich klingen. Wie erzeuge ich denn diese Obertöne? Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Und die schauen wir uns in diesem und den nächsten Videos an. Variante 1 ist die sogenannte additive Synthese. Additiv klingt ja schon mal irgendwie danach, dass man Sachen addiert, also mehrere Sachen dazukommen. Und genau das ist ja auch der Fall. Man bedient sich eines Klanges, im Regelfall eines Sinustons, der dadurch gekennzeichnet ist, dass er keine Obertöne hat, und stapelt dann einfach die Töne entlang der Obertonreihe in der Lautstärke und in dem Verhältnis, wie man sie möchte, bis man den passenden Klang erreicht hat. Ist ein simples Prinzip. Tatsächlich, technisch birgt es ein paar Probleme, denn ich brauche eben sehr, sehr viele Oszillatoren, wenn ich das machen will. Wir schauen uns das mal am Beispiel der Orgel an. Warum? Weil Orgeln nach dem Prinzip der additiven Synthese funktionieren. Und zwar nicht nur elektronische Orgeln, sondern tatsächlich auch Kirchenorgeln. Das ist mein Grundton. Ich spiele mal zunächst die Töne der Obertonreihe. Das wären die ersten Obertöne quasi zu diesem Ton. So, wenn ich die jetzt alle einzeln spiele, hat das noch nichts mit Obertonreihe zu tun. Das Ziel ist ja, dass ich quasi eine Taste drücke und die Obertöne alle gleichzeitig klingen. Und dafür hat eine Orgel Registerzüge. Wie wir feststellen, klingen genau diese Töne. Halt. So. So, und jetzt klingen die auf jedem Ton, den ich spiele. Das Problem bei additiver Synthese ist, ich brauche eben, wir haben es jetzt gesehen, ich habe den Grundton, 1, 2, 3, 4, 5 Obertöne. Ich könnte ja noch einen sechsten dazu machen, das wäre das C nochmal oben. So, das da quasi. Das heißt, es klingen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Töne. Das heißt, ich brauche pro Ton schon mal 7 Oszillatoren. Und die Obertonreihe ist dort ja nicht zu Ende. Die setzt sich ja im Prinzip beliebig weit fort. Sprich, möchte ich einen sehr obertonreichen Klang haben, brauche ich unfassbar viele Oszillatoren pro Stimme, also pro Ton, den ich greife. Selbst wenn wir jetzt mal nur von 7, 8 verschiedenen ausgingen und ich habe eine 88-Tasten-Klaviatur und möchte, dass ich alle Vollpolyphon spielen kann, habe ich halt unfassbar viele Oszillatoren, die ich dafür brauche. Und genau aus diesem Grund hat sich das auch nicht wirklich durchgesetzt, dieses Konzept. Es ist beschränkt geblieben auf Orgeln, eben auch auf Elektroorgeln, aber abseits dessen findet man diese Syntheseart eigentlich gar nicht. Was man stattdessen nutzt, schauen wir uns im nächsten Video an. Damit ihr das nicht verpasst, unbedingt abonnieren und die Glocke drücken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Auch wenn euch Themen interessieren, wie fandet ihr zum Beispiel diesen kleinen Ausflug in den Bereich der Tontechnik? Ich kann dort gerne auch im Jahresverlauf mehr dazu machen, wenn euch das interessiert. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.